Hallo Whisky-Freunde, willkommen zu meinem nächsten Video von Blind Whisky und begleitet mich auf dem Weg, wie ich Whiskys erlebe, erfahre und bewerte. Wie erlebe ich Whiskys? Ich versuche sie blind zu verkosten. Und wie erfahre ich sie? Ich versuche einfach nur den Preis zu sagen, der mir dieser Whisky denn wert ist. Und ich vergleiche es dann mit dem Einkaufspreis. Und dann sage ich, ob dieser Whisky für mich jetzt nun zu teuer oder zu billig ist. Ja, und dann wollen wir mal loslegen. So, schlecht vorbereitet. Dann wollen wir mal, da ist mal, so jetzt 21, die Nummer 21. 21. 14, 21, das ist die 21. So. Also, die letzten zwei Videos waren ja eher preiswertere Whiskys. Diesmal hoffe ich, dass ich ein bisschen höher bin. Aber man weiß ja nie, was ich gerade ins Glas reinkriege. So. Jetzt bin ich gespannt. Sláinte. Also, ich kriege hier jetzt schon mal gelbe Früchte, Pfirsich, Erdbeere. Aber es hat keine hohe Prozentzahl, also ich würde sagen so 40%. Hat wirklich sehr schöne Fruchtaromen hat der. Aber feine. Pfirsich riecht, aber richtig frische Pfirsiche sogar schon, würde ich fast sagen. So, jetzt schwenke ich mal. Wahrscheinlich wird jetzt der Alkoholgehalt ein bisschen höher sein. Aromen werden intensiver. Aber ändern sich nicht. Ah, jetzt habe ich ein bisschen zu viel. Wenn man zu viel Alkohol in der Nase hat, tötet es auch ein bisschen die Nase ab. Und dann wird es ein bisschen schwieriger. Darf man nicht zu stark machen. Also ich versuche immer nicht zu stark zu, sondern so ein ganz langsam und kontinuierlich die Luft reinzuführen. So, dann wollen wir mal probieren. Also ich habe eher das Gefühl, es würde ein Ire sein, würde ich schon mal sagen. Jetzt kommt noch mal eine etwas andere, jetzt kommt sogar eine, so eine leichte Gewürznote dazu. Ja. Er kam rein, war nicht so stark präsent. Dann kamen diese, ja, diese Fruchtaromen rein. Sehr angenehmer Whisky. Dann im Abgang war er, hat er so ein kleines bisschen, aber nur einen Hauch Kaffeenote gehabt. Ein ganz kleines bisschen Bitterkeit, also bittermäßig ist er noch da. Also nur so, da muss ich mal gucken, woran das liegt. Also ich würde so eher auf den Bushmills oder Tullamore Dew Standard Whisky gehen. Es ist lecker, ist schön. Ja,
Ich habe jetzt mal länger im Mund ein bisschen gespült. Diese Fruchtaromen, dann kommt so eine leichte Kaffee, wie ich es eben gesagt habe. Abgang kurz und das war's. Ich spüle noch den Alkohol im Mund. Ja, was wäre ich bereit für diesen Whisky auszugeben? Also ich glaube, es ist ein Ire, es ist eher ein Standard. Das heißt, entweder es ist ein Talamadju oder ein Bushmills. Na, ich glaube noch nicht mal die. Ich glaube, es ist ein, wie heißt es, nicht Kilchoman. Ich glaube, Kilchoman heißt diese. Ich glaube, es ist der Preis. Ja, es ist nicht toll. 13 Euro ist kein Geschmackserlebnis. Er hat jetzt auch nicht so, wo ich sage, oh, schlimm, ne? Also, nee, das nicht. Das ist so halt ein Whisky, den man mal auch eher im Sommer trinken könnte, weil er halt so leicht ist. Das Schönste ist eigentlich diese Fruchtaromen. Die sind da. Und dann schön auch noch diese Kick von Kaffee. Aber es ist wirklich nur ein Kick. Sehr für die Leute, die das nicht so drauf stehen auf Kaffee, die würden das wahrscheinlich anders interpretieren. Ja, dann wollen wir es mal auflösen. Also ich sage 13 Euro, wird wahrscheinlich ein Ire sein, 40% Blend Whisky. Dann wollen wir mal gucken, ob ich jetzt völlig daneben liege oder. Ja. Sollte nicht da drauf gucken. Oh, Hilfe, nicht, dass der hier mir den. Okay. Schwer zu erkennen, ein bisschen schwerer zu erkennen, aber man kann noch erkennen, das ist, ich hoffe, ihr könnt das sehen, das ist die 43. 43. 43 ist die Lösung. Und jetzt wollen wir mal gucken, was denn 43 ist. 41, 42 und es ist ein Bushmills Original. Ich lag nicht verkehrt. 17 Euro. Ich habe 13 Euro gesagt. Ja, Irland, Blend, habe ich gesagt, 40%. Gut, damit lag ich auf jeden Fall schon mal in der richtigen Liga. Ich habe den Bushmills auch ein bisschen besser in Erinnerung, eigentlich. Ja. So, was hat denn hier für Hellgolder Whisky? Hat eine pflanzlich-organische Nase mit Aromen von Getreide, Gras, Blüten, Holz, Vanille. Also hier schreiben sie nicht von Früchten. Gras kann man sehen, Holz, Vanille, ja, Vanille kann man immer sagen. Geschmack süß, leicht metallisch mit Noten von Kupfer, Honig, süßen Hafer. Wahrscheinlich dieser süße Hafer, ja, könnte ich ein bisschen. Holunderblüten, ja, da geht es ja, Holunderblüten geht ja schon so ein bisschen die fruchtige Aromen, Mineralien. Ja, also gut. Abgang würzig, ein wenig scharf und ein Hauch von Messing, Gerste und Kardamom. Okay, diese kann ich nicht ganz nachvollziehen, aber ich habe hier den Whisky auf jeden Fall von dem ganz groben Preisrange herausgekriegt. 13 Euro, ich dachte, es wäre noch ein Stückchen preiswerter. Aber ich glaube, naja, da hat man 17 Euro gezahlt. Ist auch nicht schlimm. Immer noch ein guter Whisky. Ist meine persönliche Meinung. Morgen könnte ich vielleicht sagen, der ist 25 Euro wert. Das ist durchaus möglich. Oder noch höher. Das ist meine persönliche Meinung heute. Und so ist es halt. Wenn euch das Video gefallen hat oder mir Tipps geben könnt, wie ich meine Videos verbessern kann, dann schreibt es mir in den Kommentaren rein, denn ich freue mich immer auf Feedback. Ihr könnt mir auch einen Daumen hoch geben. Ansonsten freue ich mich am meisten, wenn ihr meine anderen Videos anschaut und auch meine zukünftigen. Bis dann. Tschüss.